Herzlich willkommen. Die Schlagzeile ist ja relativ kurz. Am heutigen etwas ungewohnten Dienstagabend zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Eisbären aus Hamm. Bei mir begrüße ich Milan Warneck als Trainer der Eisbären und unseren Coach Jürgen Brumrich zu meiner Rechten, ihrer Linken. Endergebnis des heutigen Spiels war 8:3. Strafen Kassel 8+10, Hamm 6, Zuschauerzahl 2048. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast, Herr Warneck. Ein paar Worte zum Spiel bitte. Guten Abend wünsche Ihnen. Und das, was wir wollen, haben wir geschafft bis 15. Minute. Wir sind Kassel Ärger mit so einer dünnen Karte. Glückwunsch zum Sieg. Das ist richtig für euch auch. Wir haben das, so eine große Karte nicht. Aber das ist in Ordnung. Danke. Man kann fast sagen, also 8:3 das Ergebnis letztendlich und im Strich dann doch recht deutlich, aber nichtsdestotrotz war es bis 10 Minuten vor Schluss doch noch eine enge Kiste. Hamm liegt uns einfach irgendwie nicht. Kannst du sagen, warum? Ja, erstmal guten Abend. Das heißt, liegt uns nicht. Ich denke, die haben heute ja, so gespielt, wie sie erwartet haben. Wir haben relativ schnell 3:0 geführt und dann haben wir gedacht, jetzt können wir wieder einfach spielen und die Scheibe haben wir nicht tief bekommen und die haben ein paar gefährliche Stürmer, die haben immer auf Konter gelauert. Und da haben wir dann auch teilweise halt ein bisschen geschlafen, speziell im zweiten Drittel. Und entscheidend für mich ist aber, dass wir zum Schluss dann, wenn auch spät, aber dann wieder den Faden bekommen haben und dann unsere Klasse dann auch ausgespielt haben. Und ich denke auch, dass der Sieg dann von der Höhe auch vielleicht dann in Ordnung geht. Aber es war ein hartes Stück Arbeit, speziell im zweiten Drittel haben wir natürlich schon Schwierigkeiten gehabt. Da waren sie knapp dran, aber meistens, so Spiele sind nicht einfach, wie gesagt. Erstmal ist auch das dritte Spiel innerhalb von 4 Tagen oder 5 Tagen. Dann sieht man noch einen Gegner, führt man schnell 3-0 und dann sieht man einen Gegner, der hat bloß 4 Verteidiger und denkt sich, ja, das geht jetzt locker so weiter. Und dann lässt die Konzentration auf und dann nimmt das eine den anderen in Lauf und dementsprechend haben wir uns dann schwer getan. Aber wie gesagt, entscheidend war, dass meine Mannschaft dann zum Schluss im letzten Drittel wieder das einmal Eishockey gespielt hat, auch die Scheibe tief bekommen hat und auch gerade bei den gefährlichen Konter immer wieder aufgepasst hat. Ja, jetzt heißt erstmal gute Erholung für meine Spieler und ja, immer wieder ein schweres Wochenende vor uns. Von daher gute Erholung und dann geht's wieder weiter. Ja, vielen Dank, Jürgen. Die Verteidigerdecke bei dir ist ja ohnehin schon relativ knapp gestellt. Jetzt musste der Thomas Schröder kurz vor Schluss nochmal raus, weil kannst du da schon irgendwas sagen, was mit ihm ist? Ja gut, der hat einen Handschuh verloren und hat dann einen Schlag auf den Daumen bekommen und da muss man jetzt morgen einfach mal ein Rückenbild abwarten. Ich hoffe, dass es jetzt nicht schlimmer ist, aber es wird sich erst morgen herausstellen. Okay, danke. So, dann kommen wir noch zu den Ergebnissen aus den anderen Stadien, sofern es keine fragenden Pressevertreter an die Coaches gibt. Keine, habe ich auch nie erwartet. Gut, Ergebnisse aus den anderen Stadien. Löwen Frankfurt gegen die Königsborn Bulldogs 8:1 und Herne e.V. gegen die Füchse Duisburg 4:6. Jürgen hat schon angesprochen, wir haben ein hartes Wochenende vor uns. Am Freitag, den 10.01., also kommende Freitag 19.30 Uhr, spielen wir in Duisburg. Und am Sonntag, 12.01., freuen wir uns alle, Sie hier wieder willkommen heißen zu dürfen zum Hessen-Derby gegen die Löwen Frankfurt. Spielbeginn 18.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen allen noch eine tolle Woche. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns alle spätestens am Sonntag. Bis dann und machen Sie es gut. Tschüss.